Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part sind wir immer noch im Kloster stehen geblieben. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr zählen, seit wie vielen Parts. Das dürften jetzt schon so 6 bis 8 sein wahrscheinlich. Wir haben aber beim letzten Mal den Schlüssel für den Klostereingang erhalten. Erhalten, ja, wir bleiben einfach bei erhalten. Mehr ist gar nicht wichtig. Jetzt haben wir wieder Freizeit gerade. Ich weiß gar nicht, was wir machen wollen. Antonius ist hier, mit dem hatten wir den Plan. Wir könnten auch noch warten, weil wir müssten nochmal vielleicht nach oben. Und zwar können wir ja mit dem Schlüssel ein Zimmer aufsperren. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo diese komischen Papierrollen sind, die wir hier haben. Das muss man auch mal sagen. Können die unter solchen Bänken? Das wäre voll krass, wenn die da einfach sind. Ich habe seit dem letzten Mal minimal was umgestellt am Greenscreen. Und zwar habe ich beim letzten Mal gemerkt, ich hatte noch ziemlich viel, das nennt man Key Spill um mir rum. Also so grüne Elemente. Ich habe es ein bisschen krasser eingestellt. Also ein bisschen sieht man es, weil OBS ist dann nicht perfekt. Das habe ich, wo ich es noch einzeln gemacht habe, im Schnitt dann sauberer rausbekommen. Aber ich glaube, es ist besser. Ich glaube, es ist besser, was ich jetzt hier sehe. Aber ich sehe es ja nur in einer etwas kleineren Ansicht. So, hier ist die Kirche. Wo kommen wir hier hin? Ja, stimmt, wir haben den Schlüssel ja dauerhaft dabei. Damit können wir auch das hier aufschließen, gell? Was passiert, wenn wir alleine gehen? Das wäre vielleicht interessant. Wir haben ja gespeichert. Ich würde es gerne mal versuchen einfach. Jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit außerhalb auch simuliert wird. Können wir einfach rein und raus jetzt, wie wir wollen? Das heißt, ich könnte meine Ausrüstung jetzt mitnehmen, oder wie? Komme ich hier rein? Ne, Schloss knacken leicht. Durch den Schlüssel haben wir halt jetzt vielleicht im späteren Spiel immer die Möglichkeit, hier reinzugehen. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Na komm, wir lassen die Tür mal offen. Mal gucken, was passiert. Zirkator. Jetzt könnten wir auch den Wein besorgen. Das wäre eine Idee. Mit wem mussten wir da reden? Passt auf, da schauen wir mal. Dann machen wir die Quest heute. Ich habe auch ein Thema mal dabei. Was, Konstantin? Ah, Gregor. Ja, ja, nee, der war es anscheinend nicht. Da können wir gleich drüber reden. Das ist nämlich ein Thema, was ja mir jetzt aufgekommen, bei mir beziehungsweise aufgekommen ist. Und das, Mönch, geht's Ihnen gut? Antonius? Nee, das war der mit dem Fluchtplan. Konstantin. Zirkator. Lukas war der Unterdrückte. Ja, jetzt habe ich fast alle. Und ich sehe wieder so wenig. Mönch, Mönch. Mich wundert es, wie lange wir schon nicht mehr im Kerker waren. Das ist, aber ich kann hier anscheinend durchgängig auch. Entschuldigung. Ich finde es lustig, einfach mit dem Schlüssel hier hin und her rennen zu können. Wo ist denn der Typ, mit dem wir reden mussten? Dass der andere auch noch nicht sein... Was an? Nee, Antonius war es nicht, oder? Okay, das war die Flucht. Ich bin... Bibliothekar... Ist der hier unten? Nee, oder? Ich glaube nicht. Mit diesem Generalschlüssel haben wir aber einige Möglichkeiten. So. Mach mal. Du bist Antonius? Ja, genau. Ach, was sage ich? Er trampelte herum wie ein wütender Keiler. Das muss Sir Konstantin sein. Er kann nicht schlafen und betet bis spät. Ja, ja, ich bete auch bis spät in die Nacht. Joachim war es anscheinend. Was bedrückt dich? Was den Schlüssel betrifft. Hast du sie? Die Schlüssel oder wenigstens Dietriche? Ja. Ja, ich habe sie. Wenn das so ist, komm vor Mitternacht in den Klostergarten. Ich werde dort auf dich warten. Wir sind im Kloster.
Vor Mitternacht. Vor Mitternacht ist 22 Uhr? Weiß ich nicht. Aber wir werden noch genug Zeit haben, glaube ich, in dem Part über das Thema zu reden. Im Notfall beim nächsten Mal. Ich werde heute auch, je nachdem wie weit wir kommen und je nachdem, ob es einen Cliffhanger gibt oder nicht, den nächsten Part auch noch aufnehmen. Ansonsten beim nächsten Mal machen wir heute ein bisschen gemütlicheren Abend, mache mir noch irgendwas zu essen gleich und dann schaue ich eine Serie oder ein Film. Was sagt das dein Tagesplan an? Nein. Hallo. Was möchtest du? Da bin ich? Da bin ich. Gerade rechtzeitig, um es zu schaffen. Sobald wir draußen sind, müssen wir vorsichtig sein und uns beeilen. Wenn wir nicht vor Sonnenaufgang zurück sind und sie merken, dass wir weg sind, machen sie uns die Hölle heiß. Wo genau beschaffen wir den Wein? Nahe dem Kloster befindet sich das Haus des Kustos. Ein Baron, der für die Sicherheit des Klosters sorgt. Von dort holen wir den Wein. Welchen? Wollen die Zirkatoren einen bestimmten Wein? Sie wollen Wein aus Znaim, aber von außen ist nicht zu erkennen, welcher Wein woher stammt. Wir nehmen einfach ein Fass und verschwinden dann. Der Kustos wird schon keinen schlechten Wein lagern. Die Brüder werden meckern. Sie würden noch mehr meckern, wenn sie gar keinen Wein hätten. Das ist ein Argument. Was tun wir, wenn wir dort sind? Müssen wir in den Gutskeller des Kustos einbrechen? Nein, wir brechen nicht ein. Der Wein ist im Erdgeschoss und das ist normalerweise unverschlossen. Dort befinden sich die Vorräte fürs gesamte Gut. Und ab und an kommt jemand vorbei, um etwas zu holen. Wir müssen nur sicher gehen, dass uns keiner sieht. Das kriegen wir hin. Ja, ist das kompliziert? Wozu der Aufwand? Sind die Klosterkeller denn nicht voller Wein? Das hatten wir doch schon, oder? Aber der Kellerer zählt alle Fässer genau ab. Und das hatten wir schon. Ich bin soweit. Ja. Gut, du hast die Schlüssel. Also. Was wären, wenn wir nur Dietrich hätten? Ach, wir wurden hier eingesperrt. Nee. Geh mal vor, Joachim. Bisschen schneller. Der wollte mir die Tür vor der Nase zuhauen. Hier war's, gell? Guck mal. So voll angeberisch. Guck mal, ich hab den Schlüssel. Ja, es ist offen. Da speichert das Spiel erstmal. Hol das Fass. Du bist lustig. Sehr gut. Nun beeil dich und lass dich nicht erwischen, sonst steckst du in Schwierigkeiten. Und was machst du? Warte, warum sagst du, ich soll mich beeilen? Gehen wir nicht gemeinsam? Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Einer erregt weniger Aufmerksamkeit. Geh! Nun gut. Sehr schön. Ach ja, ich will jetzt keine lange Diskussion. Krieg ich mein Pferd? Danke. So, mal wieder draußen. Was stimmt, die bemerken ja, wenn der Tagesplan nicht eingehalten ist. Ach, hier oben ist das, wenn der Tagesplan nicht eingehalten ist. Da müssen wir aufpassen. Gut, wir haben keine Fackel dabei, weil wir unser ganzes Equipment vor Gott abgelegt haben. Verstehe man noch nicht warum, aber okay. Ja, wir können mal kurz über das Thema reden. Und zwar wollte jetzt, Erdgeschoss hat er gesagt. Ich sehe halt gar nichts. Er kann jetzt überall und nirgendwo Wein lagern. Ich drück einfach E. Spiel gespeichert, meine Hauptstufe. Ja, das war die schwierigste Quest in meinem Leben. Ne, und zwar ein Freund von mir ist jetzt möglicherweise Corona-positiv. Und eigentlich wollten wir noch was machen. Und zwar morgen, also für euch gestern. Die Folge kommt am Montag. Ich nehme den Montag, ist so ein Scheißtag immer. Dürfen die mich sehen? Ja, komm. So, ich bin Gregor. Ah ne, ich bin, wie heißen wir denn eigentlich wirklich? So häufig mittlerweile Gregor gehört. Schon schlimm. Was gibt es, Bruder? Was gibt es? Ich bin fertig. Hä? Sehr gut. Bring den Zirkatoren ihr Fass. Ich lege mich schlafen. Ja, mach mal. Ja, eine Ewigkeit. Ich gebe dir gleich eine Ewigkeit.
Und zwar hat er mich jetzt gefragt, weil der ein bisschen spielt, aber... Ich sage dir, jemand ist in der Nacht durch die Korridore geschlichen. Weil der ein bisschen spielt und keine Konsole hat, hat er mich gefragt, ob sich die Switch noch lohnt. Und das ist tatsächlich aktuell eine sehr gute Frage. Einerseits wegen den neuen Konsolen natürlich. Und andererseits, weil die Switch ja auch schon ein gewisses Alter hat. Und ich fand die Frage gar nicht leicht zu beantworten. Aber ich denke, die Switch lohnt sich je nachdem... Ach, warte, ich gebe den erstmal ihr Fass. Jesus Christus. Ja, ja. Wie gebe ich es denn? Benutzen. Hier? Ah ja. Du bist ein guter Junge. Zeig her, was du mitgebracht hast. Ach, runter damit. Jeder Schlüssel. Ja, also das mit dem Klosterschlüssel ist... Kein Wunder. Die habe ich mir gespart. Nächstes Mal soll Joachim uns Wein aus dem Rheingebiet bringen. Der wird langsam langweilig. Warum trinkt Joachim eigentlich nie mit? Er ist jung. Was bedrückt dich? Ja, alles gut jetzt? Ich möchte dich... Okay, nö. Wir haben das einfach aus Nächstenliebe gemacht. Hoffentlich haben wir einen Vorteil davon. So, wir legen uns mal schlafen, wenn ich noch den Ausgang finde. Nee, ich finde es gar nicht leicht zu bewerten, weil Nintendo... Nach 5 Jahren haben sie ja die... Wir gehen erstmal eine Stunde vor. Nach 5 Jahren haben sie ja ihre Wii U fallen gelassen. Meiner Meinung nach eine ganz gute Konsole. Ich habe gern drauf gespielt. Spiele immer noch gern ab und zu. Weil ich nicht einsehe, für die Switch die Spiele, die ich auf der Wii U hatte, nochmal Vollpreis zu bezahlen. Das ist halt für die Leute, die keine Wii U hatten. Die Wii U hat sich ja 13, irgendwas Millionen Mal nur verkauft. Das hat die Switch im ersten Jahr gemacht. Und noch mehr. Ich glaube, es waren knapp 20 Millionen. So, jetzt schnell schlafen legen. Schlafen und speichern. Und darum finde ich es gar nicht leicht zu beantworten, die Frage, welche Konsole es sich gerade lohnt und ob sich die Switch noch lohnt. Letztes Jahr kam ja das OLED-Modell auf den Markt. Und ich denke, dass wir bis zum Weihnachtsgeschäft 2023 nicht mit einer neuen Konsole rechnen müssen von Nintendo. Dafür verkauft sich die Switch einfach viel zu gut und es gibt da nicht so einen Chipmangel wie bei den anderen Konsolen. Es wird nur interessant, was danach Nintendo macht. Aktuell benutzt ja Microsoft und Sony, was heißt benutzt, sie haben ja so ein Abwärtskompatibilitätsding für die Konsolen. Das heißt, man kann Xbox One und Xbox 360 Spiele auch auf der neuen Konsole spielen und bei der PlayStation 5 sind es PS4 Spiele. Und ich erhoffe mir sowas auch von der nächsten Konsole von Nintendo. Wenn sie clever sind, bleiben sie beim Hybrid-Konzept. Das verkauft sich sehr gut. Nintendo war nie das Grafikmonster. Und... Na komm. Und deshalb... wäre es dumm, wenn sie versuchen, ein anderes Konzept zu fahren. Was ich gut mir vorstellen könnte, da sie ja einen Nvidia-Chip benutzen und Nvidia die DLSS 2.0-Technik haben, dass sowas zum Einsatz kommt in der neuen Konsole. Das heißt, die neue Konsole, die vielleicht Switch 2.0 heißt, oder ich hoffe, sie nennt es nicht so dämlich wie bei der Wii und Wii U, einfach ein Buchstabe dran. Es müsste auch Neuerungen bieten, damit sich's verkauft. Gut, ich würde es mir wahrscheinlich so kaufen. Ich bin aber kein gutes Beispiel. Und dass dann einfach dann nur die Grafik auf 1080 gerechnet wird und dann auf 4K beispielsweise künstlich hochskaliert wird. Ich denke schon, dass die neue Nintendo-Konsole auch 4K-fähig sein muss. Auch wenn Nintendo nicht viel Wert auf die neueste, schönste Grafik legt, sondern da eher das Spielerische im Kopf hat, ist es einfach nur zeitgemäß auch 4K anzubieten und das ist, finde ich, eine gute Möglichkeit, um Kosten in der Hardware zu sparen, ein gutes, vernünftiges Bild drauf zu liefern und gleichzeitig noch viele Möglichkeiten zu haben, weil wenn es niedriger gerechnet wird, kann man halt mehr Grafikelemente anbieten. Das ist einfach Fakt, weil die Power, die man sich spart, um die Sachen in 4K rendern zu müssen, brauchst du ja nicht mehr. Also
Es hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Wenn sie clever sind, bleiben sie auch beim Cartridge-System, das ja die Switch aktuell hat. Und dann kannst du wahrscheinlich auch die Switch-Spiele in der neuen Konsole spielen. Das erhoffe ich mir. Ich fände es traurig, wenn nicht. Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, kann man sich jetzt gerne auch noch eine Switch holen. Wenn nicht, schwierig. Ich würde mir auch nach der Übernahme jetzt von Activision erstmal keine PlayStation-Konsole holen. Das muss natürlich jeder selber wissen. Aktuell sind sie eh knapp. Aber ich wüsste erstmal gerne, wie es da weitergeht, weil man darf nicht vergessen, dass die Activision-Spiele auch einen gewissen Wert für die Sony-Konsolen sind. Und wenn die jetzt dann nicht mehr dort angeboten werden würden, geht dieser Wert natürlich verloren. Ob sich Microsoft nicht denkt, beispielsweise bei Call of Duty würden die Microtransactions mehr Geld einbringen als das exklusive Ding für Microsoft. Weiß ich nicht, ob die das machen. Warum können wir mit dem reden? Seit wann? Würde man dann einfach merken. Aber ja, das ist aktuell so meine Meinung. Generell sollte man sich eine Konsole nur holen, wenn man an mehreren Spielen Interesse hat. Wenn jetzt eins oder zwei Spiele für eine Konsole nur sprechen, ist ein bisschen mau. Also beispielsweise für die Switch sagt man, jo, mich interessiert Mario Kart und vielleicht das Zelda. Ich weiß nicht, ob man sich dafür eine Konsole holen sollte. Ich habe sie mir damals tatsächlich am Release-Tag geholt. Da gab es nur Zelda, aber ich wusste schon, mich interessieren da mehr Spiele. Darum schwierig zu sagen aktuell. Ich habe auch nur die Switch als Konsole, weil die anderen Konsolen lohnt sich von der Exklusivität meiner Meinung nach gar nicht her. Hier bin ich. Ich hole mir eine Nintendo-Konsole auch für die Nintendo-Spiele. Was? Verdauungstränke, okay. Für die Nintendo-Spiele und die Spiele, die auf den anderen Konsolen kommen, kriegst du meistens auch auf dem PC. Dann gibt's also die Microsoft-Spiele kriegst du fast Day One auch gleichzeitig auf dem PC. Und die Sony-Spiele, da ist es manchmal sehr schade drum, aber das sind dann wieder diese kleinen Ausnahmen, wo ich sage, da lohnt sich keine Konsole für mich. Ich habe einen sehr leistungsstarken PC und das reicht dann auch. So, das war Kamille Minze wieder. Die Kamille wieder zerkleinern, alles da reinhauen und für einzelnen Durchlauf kochen lassen. Darum, ich weiß nicht, aktuell ist schwierig zu sagen, ob sich eine Konsole allgemein lohnt. Kamille war es, gell? Ich bin halbwegs AFK wieder dabei. Irgendwann mal wird sich das wieder rächen. So, Inventar. Aber ja. Ich weiß nicht, wie ihr zu Konsolen steht, ob ihr eine Konsole habt. Welche und warum? Gibt ja auch verschiedene Gründe. Genauso für Spiele wie auch nicht, dass man sich manche holt. Ist ja auch gut, dass es da einfach so eine große Vielfalt gibt. Was habe ich gerade in der Hand? Kamille, gell? Wenn nicht, hätten wir, glaube ich, ein Problem. Weil Gaming ist ja auch einfach ein weit gefächertes Genre. Ja, wobei, kann man da schon von einem... Ja, Genre ist der falsche Begriff. Eine Kunstform, sage ich mal. Ich finde ja, Spiele sollten auch als Kunst angesehen werden. Werden ja Filme beispielsweise auch. Warum dann... Werden mittlerweile Spiele als Kunst angesehen? Sie werden gefördert mittlerweile in Deutschland. Aber ob die als Kunst angesehen werden? Es hat ja auch lange gedauert, bis Spiele beispielsweise wie Wolfenstein Symbole... Also ob die überhaupt das Hakenkreuz zeigen durften oder nicht. Das war ja lange Zeit nicht so. Filme durften es. Mittlerweile gibt es dafür Ausnahmen. Es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz so einfach wie bei Filmen allgemein. Es muss, also darf halt nicht in irgendeinem verherrlichen Kontext gezeigt werden, aber zum Informieren beispielsweise ist das erlaubt, dass man das zeigt. So, ich lasse mal kurz einen Moment länger blubbern, so. Weil ich es gerade verkackt habe. So, hoffentlich kriege ich beide gleich raus. Weil das könnte ein Fehler gewesen sein, mal gucken. Ah ne, passt. Haben wir noch beide bekommen. Sehr schön.
Was gibt es, Bruder? Den Karten liefern. Und darum, wie gesagt, es ist gut, dass es alle Konsolen gibt. Jeder hat seinen vielleicht auch Favoriten ein bisschen, je nachdem, womit man auch aufgewachsen ist. Darüber könnte man das nächste Mal einfach quatschen, über Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Als Plattform bin ich mit dem PC aufgewachsen. Ich hatte zwar auch in meiner Kindheit eine Wii. Und wir hatten die PlayStation 2 und 3. Aber die kam später. Also beide Konsolen jetzt für mich gesehen. Zuerst hatte ich Berührung mit dem PC und das hat mich, glaube ich, geprägt. Aber man muss auch sagen, ein guter Grund beispielsweise für Konsolen ist, dass sie im Verhältnis zu einem gleich leistungsstarken PC deutlich günstiger sind, weil sie einfach in Masse gefertigt werden und direkt die Sachen darauf optimiert werden. Beim PC musst du ja mit extrem vielen Grafikkarten zurechtkommen, extrem vielen Prozessoren, Arbeitsspeicher ist unterschiedlich und die ganzen Sachen sorgen halt dafür, dass du mehr Leistung auch brauchst. Aber mit dem PC kannst du halt noch mehr Sachen machen als mit einer Konsole. Deswegen immer Abwägungssache. Und was mir auch noch an der Switch jetzt sehr gut gefällt, ich kann sie halt überall mit hinnehmen. Ich hatte die Switch schon dabei. In Österreich. In Lanzarote. Das ist eine spanische Insel. Damals im Urlaub. In München. In... wo war ich noch mit der? Weiß ich jetzt gar nirgendwo mehr. Aber ist ja schon ein bisschen was. Und das ist einfach das coole Feature an der. Deswegen hoffe ich auch, dass dieses Konzept beibehalten wird. Der 3DS war ja auch sehr erfolgreich. Auch weil er sehr günstig war, tatsächlich. Die Switch ist ja ein bisschen günstiger. Dafür gibt es ja dann auch nochmal dieses Switch Lite-Modell. So, Skriptorium, endlich. Aber Konsolen an sich haben ihre Daseinsberechtigung, natürlich. Weil sie viele Sachen auch ergänzen. Aber ja. Den Schrank lässt du schön in Ruhe. Kann ich den ausschließen? Nö. Ja, ja, hol mal. Ich würde so gern gerade stehlen. Ach nee, mach. Was mach gibt mal es, Bruder? Ich dachte gerade, ich hab's gemacht. Ich bin hier, um zu arbeiten. Gerade ist ein Spiel generell auch eher, weil ich würde gerne, also ich werde öfters gefragt, was für ein PC soll ich mir holen? Und dann bin ich ehrlich, irgendwas gumm, so zack. Ja. Sage ich, aktuell würde ich keinen nehmen. Und wenn, sind tatsächlich teilweise fertig. PC ist aktuell günstiger. Was, du kannst kaum glauben, du hast wieder was Neues gesagt. Kann hier ich hätte gern jetzt wie in irgendeinem Spiel gab es hier so verdeckt und was, Fallout? Ich versuch's mal. Mal kurz gucken. Irgendeinen Schlüssel muss der haben. Moment. Nein. Nein, ich hab's verkackt. So. Nochmal. Geht das? Wir versuchen es nochmal. Ich war zu dumm, ich muss zweimal claimen. Aufdecken und dann claimen. So, jetzt. Oh, jetzt ist es sogar woanders. Das war gerade richtig beschissen einfach. So. Ganz, ganz easy. Jetzt könnten wir hier sogar aufschließen. Ja, ja. Ich überlege das jetzt auch noch zu machen, die Quest. Und dann könnten wir beim nächsten Mal auch abhauen. Wir holen uns dieses komische Buch, geben es dem anderen, dem wir es versprochen hatten, um den aktuellen abzuheilen. Ich wüsste auch gern, was die machen, wenn ich jetzt sage, hier aufschließen. Willst du wissen, was drin ist? Ja, verbotene Bücher. Verfasst vom Teufel selbst. Ja, du bist auch der Teufel. Achso, wir müssen ja wieder warten, bis das jetzt rum ist. Unsere Arbeit dauert ja immer ein bisschen. Wollte ich noch irgendwas zu Konsolen sagen? Nee, ich glaube, das war so mal ein Konsolentalk. Generell, wenn ihr auch Themenvorschläge habt oder Themenwünsche, worüber ich mal quatschen soll, dürft ihr das gern sagen. Ich nutze das Projekt hier auch immer ein bisschen zum Quatschen. Weil man einfach viel Zeit auch hat, beispielsweise beim Reisen oder bei anderen Dingen jetzt hier, zum Beispiel beim Warten.
bietet sich das ja meistens an. Worüber ich nicht reden würde, sind generell politische Dinge. Politische Entscheidungen können wir gerne mal, da würde ich drüber reden, einzelne. Aber jetzt nicht so generell, welche Partei ist besser, was gefällt mir daran oder... Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das würde ich jetzt nicht machen. Wenn man jetzt beispielsweise über Tempolimit quatschen würde, das könnte man machen, so im Einzelnen. Ich dachte schon, ich sollte nicht so viel springen und das Spiel herausfordern. Lässt du schön in Ruhe. Er enthält Verbot. Ja, ja. So, begib dich zum Gebet in die Messe. Das ist unsere nächste Quest. Ich mag dieser Lichtschein. Der ist ganz schön. Muss man auch mal sagen. Was man noch kurz zu Konsolen sagen kann, weil es gibt ja viele Spiele, die auf verschiedenen Konsolen laufen. Und da fällt mir immer wieder auf, generell, wenn ich so die Vergleiche sehe, wie eigentlich unwichtig, also bis zum gewissen Teil, die Grafik wirklich ist. Da gibt es dann andere Dinge, die wichtiger sind. Beispielsweise bei Ori sehe ich als sehr gutes Spiel. Ich mag die Musik in dem Spiel, die ist grandios, also in Ori. Gibt es auf der Switch, gibt es auf der PlayStation, gibt es auf der Xbox und auf dem... Nee, auf der PlayStation, entschuldigt, da gibt es das gar nicht. Auf dem PC, Xbox und Switch. Und natürlich sieht es am besten am PC aus. Das kann man bei vielen Spielen sagen, wo es nicht lieblos hingeklatscht wurde. Speise mit den... Wir schaffen immer einen Tag in den Parts aktuell. Gut, heute hatten wir noch die Quest mit den Alkoholsachen. Aber irgendwie, ich laber, glaube ich, zu viel, oder? Naja, gibt's noch ein bisschen hier Kloster-Action. Und generell finde ich, beispielsweise bei Ori jetzt, würde ich, wenn ich die Wahl habe, ich würde die PC-Version als erstes nehmen und dann die Switch-Version und dann die Xbox-Version. Weil hier finde ich den mobilen Faktor einfach wieder besser. Auch wenn das Spiel nicht so schön aussieht wie auf der Xbox. Ist das einfach nice. Und sowas würde ich auch immer reintun. Generell finde ich gut, dass Nintendo da nicht mitmacht, wie bei Sony und PlayStation. So dieses, wir haben die leistungsstärkere Konsole, wir haben den Teraflop mehr oder so. Halte ich für unnötig, aber ist ja auch in der, immer individuell. Ist dieser andere Schlüssel eigentlich auch? Der ist auch ein Questgegenstand, der mir nicht mehr weggenommen werden kann. Finde ich gut. Nun gut, dann würde ich sagen, weil hier haben wir angefangen. Hier beenden wir auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Beim nächsten Mal gehen wir ans Bücherregal oben, holen uns da dieses Buch, geben das Bruder Neveles. Und dann könnten wir eigentlich aufbrechen, wenn ihr jetzt nicht mehr sagt, ihr habt da noch irgendwas, was wir machen sollen. Diese Seiten, da habe ich keine Ahnung, wo die sein sollen. Vielleicht beim Abt im Zimmer noch eine, aber wir haben ja da nur 4 Stück, glaube ich, oder? Können wir mal kurz gucken. Das verbotene Buch. Sorge dafür, dass die Zirkatoren aufhören, Lukas zu schikanieren. Das müssten wir auch. Ja, genau, dann hätten wir 4. Ich habe noch nicht einmal die Hälfte gefunden. Können die auch in so Schränken sein, wo ich stehlen muss? Dann gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, aber wenn die einfach nur rumliegen? Keine Ahnung. Nun gut, das schauen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.